In diesem Part werden wir Ripcaro fangen und es dem Bürgermeister zurückbringen. Oder auch nicht. Fängt ja ziemlich früh schon mit den Sequenzen an. Yuri, don't do anything reckless. Ach, ich doch nicht. Nur etwas unvorsichtig. Yuri. Okay, ich war waghalsig. You're the one who should ease up on trying to do the impossible, Flynn. Gebt es doch zu, ihr seid beide waghalsig. Major, go and see if we can get the right to search Blastia Laboratories. Heißt es nicht Labore? Labors, Labore? Also ich würde weiter bei Laboren bleiben. Aber, naja. Jedem das seine. Will mich jetzt nicht gegen die deutsche Rechtschreibung auflehnen. He's willing to sacrifice himself to do it. I envy him for that. But I also worry that he'll take it too far. Nee, tu das schon nicht. Come on, Estelle. Dafür sorge ich schon. Right. We should be going now. Oh, by the way, Lady Estelise. What? Yes. How is it? Walking around outside, free. Ach, voll geil. I can't say everything's been perfect, but I realize that there are things I must do. And that makes me happy. Ja, das heißt, sie wird weiter mit uns reisen. I'm glad to hear it. Dürfen wir jetzt gehen? Am besten nochmal einen heiligen Trunk. Dass nicht jeder Dreck da kommt. Oh, das Viech ist aber irgendwie... Gott, ich glaube, ich mache da gerade irgendwie wieder einen Fehler. Ne, oder auch doch nicht. Der Regen lässt nach. Aber es ist immer noch so düster. Ja, man sieht die Sonne nicht. Ob es nun regnet oder nicht, die Sonne scheint. Hat das, ob es nun regnet oder ob die Sonne scheint, hat keine Auswirkungen auf unser Abenteuer. So. Das stimmt nicht. Je nach Wetter treten verschiedene Monster zum Vorschein. Manche Monster können Wasser nicht ausstehen und andere lieben es. Monster beeinflussen unser Handeln sehr, findet ihr nicht? Carol, es ist gut, ein Mitglied der Jagdklinge dabei zu haben, das sich damit auskennt. Wie auch immer, wir müssen durch den Regen gehen. Nicht unbedingt. Morgen früh kann das Wetter anders aussehen. Ja, vielleicht. Einen so düsteren Tag wie heute verschläft man am besten. Aber morgen könnte es genauso bewölkt und trostlos sein. So kann man es schlecht reden. Aber Regentage sind nicht immer so übel. An Regentagen sollen Dinge passieren, die nicht vorkommen, wenn die Sonne scheint. Hast du das auch in einem Buch gelesen? Stimmt das? So sagt man zumindest. Im Moment sollten wir etwas schlafen und auf besseres Wetter warten. Morgen könnte es genauso regnerisch sein wie heute. Hört mir überhaupt jemand zu? Rita, du bist echt gemein, weißt du das? Ja, ich denke, sie weiß es. Aber wir brauchen noch das schlechte Wetter. Okay, es ist da. Passt schon. Alles ist in Ordnung. Die Welt ist wieder okay. Es dürfte uns ein leichtes sein, es zu nutzen. Hallo? Sag mal, wo kommst du denn her? This is Ripcaro! Ja, und wir nutzen es jetzt. Woohoo! Na, wie viel hast du denn? Toll. Weißt du was? Ich mach's jetzt kurz und schmerzlos. This isn't over yet. We must meet with the magistrate. Hätten wir das auch geschafft. Los, nehmen wir ihn mit. Er ist übersät mit Narben und blauen Flecken. Irgendwie tut er mir leid. Er ist wohl ziemlich oft von den verzweifelten Stadtbewohnern angegriffen worden. Das ist doch nicht die Schuld der Leute. Nein, natürlich nicht. Das ist die Schuld dieses grausamen Bürgermeisters. Oh. Yuri. Das Wertvolle an ihm ist das Horn, oder? Das sollte doch reichen, um... Scheiße. Wow, es sieht dir gar nicht ähnlich, mit einem Monster zimperlich umzugehen. Während ihr euch so nett unterhaltet, kommt das Monster wieder zu sich. Lauf, kleines Ripcaro, lauf! So ist brav. Aber was zum... Warum ist es weggelaufen?
Es hat verstanden, was wir dachten. Was? Das Monster? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Hey, wir haben das Horn. Alles andere ist doch egal, oder? Goldes Horn erhalten! Jo, im Grunde war es das. Aber auch nur im Grunde. Denn cool wie Yuri wieder ist, versaut er es natürlich wieder. Aber das soll uns nicht weiter stören, wir kommen trotzdem an unser Ziel. Also an meiner diabolischen Lache muss ich echt noch arbeiten. Nun denn. Eine weitere Sequenz wartet auf uns. Warte, du kannst doch nicht einfach wieder los, nachdem dieses Mädchen hier deine Wunden verheilt hat. Er muss es tun. Siehst du das denn nicht? Wo willst du denn mit dieser gefährlichen Waffe hin? Das ist meine Sache. Meine Angelegenheiten gehen nur mich und niemanden anderes was an. Hier, hast du's. Goldenes Horn übergeben. Sagte ich doch. Ist das... Tut mir leid, dass ich dich vorhin so behandelt habe. Vielleicht kann ich es damit ja wieder gut machen. Danke vielmals. Danke, vielen, vielen Dank. Yuri, dieser edle, tapfere, junge Mann. Moment mal, du willst es ihnen einfach so schenken? Wenn wir damit das Leben ihres Kindes retten können, ja. Das hattest du die ganze Zeit schon vor, richtig? Nee, das war eine spontane Handlung. Das ist Yuri. Dir ist schon klar, dass das unser Geschenk für den Gouverneur war, oder? Und was machen wir jetzt? Keine Sorge, wir finden einen anderen Weg, um in den Gouverneurspalast zu kommen. Wollen wir da mal nachsehen, wie es Flynn geht? Ja, vielleicht hat er es sogar schon in den Rouge Palast geschafft und das Problem gelöst. Ja, das wäre natürlich fantastisch. Gehen wir zur Gaststätte. Sind wir da nicht schon? Und die nächste Sequenz. Yay. Fröhlich und heiter, wie immer, Flynn. Gott, noch mehr Stimmen. Mir gehen eine Menge Dinge durch den Kopf, Yuri. Nicht, dass du wissen würdest, wie sich das anfühlt. Pfff. Junge, mir gehen tausendmal mehr Dinge durch den Kopf, wie du dir überhaupt vorstellen könntest. Na, hast du es geschafft, deinen Kopf noch weiter in die Höhe zu treiben? Noch nicht. Ich dachte, du wärst zum Gouverneurspalast gegangen. Bin ich auch, mit einem Durchsuchungsbefehl vom Blast der Forschungslabor. Ah, konntest du also rein und dich ein bisschen umsehen? Leider nein, der Gouverneur lässt uns nicht hinein. So ein Arsch. Warum? Er hatte sogar die Frechheit zu sagen, wenn ihr meint, dass ich Blasti habe, warum stimmt ihr den Laden nicht? Er weiß genau, dass wir keine Befehlsgewalt dazu haben. Er verhöhnt uns nur. Ja, aber hatte der nicht recht? Wie bitte? Yuri, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Darum geht es nicht. Wer glaubt, im Recht zu sein, sollte sich den Zutritt mit Gewalt verschaffen. Nein, das ist eine Falle. Ragu will, dass die kaiserlichen Ritter einen Fehler machen, damit er die Autorität des Rates stärken kann. Wenn wir reingehen, wird er die Beweise verstecken und das Unschuldslamm spielen. Sitzt Gouverneur Ragu nicht im Rat? Ja. Beide, die kaiserlichen Ritter und der Rat, sind zur Aufrechterhaltung des Reichs notwendig. Aber Ragu scheint das vergessen zu haben. Wir haben es, kurz gesagt, also nicht mit einem gewöhnlichen Gouverneur zu tun. Und, hast du einen Plan? Nee, sieht nicht so aus. Was? Du weißt nicht mehr weiter? Wenn es im Palast irgendeinen Aufruhr geben würde, hätten die Ritter unter den Vorwand eines Notfalls einzugreifen. Ach ja, in Notfallsituationen dürfen die kaiserlichen Ritter unabhängig von Rechtszuständigkeit zu einer eingreifen. Natürlich! Wenn sich also ein Dieb, also moi, einschleichen und für Unruhe sorgen würde, dann wäre das ausreichend. Yuri, ich weiß, dass du helfen willst, aber... Aber ich soll bloß nicht waghalsig sein, was? Ich muss auf Streife. Ich habe gerade erfahren, dass ein steckbrieflich gesuchter Ausbrecher in den Gouverneurspalast eindringen will. Also, was denkt ihr denn? Das sind doch nicht wir, hallo? Sehen wir so aus? Ja, vielleicht schon.
Aber was soll ich denn machen? Er hat mich dazu gezwungen. Na dann run, bitch, run. Und auf ein neues. This place seems to get bigger every time I look at it. Are members of the council really that important? Scheint so, weil alle so einen Aufruhr rummachen. Which aids in the political administration of the empire. Which means they basically represent the empire's interests. Huh, you don't say. Streite doch nicht immer. Shall we see if there's a back entrance? Es gibt doch immer einen Hintergang. Wer ist das? Die Stimme kennen wir doch. Hallo. You won't last long if you go screaming in a spot like this, your ladyship. I'm sorry, but who are you? What do you mean? Me and the kid there are old friends, right, pal? Natürlich. What are you looking at? Wir kennen uns vielleicht 5 Minuten. Kaum, aber er kennt ihn. What about the fun times we had in jail, Mr. Yuri Lowell? Du machst dich selber schlecht, wenn du sagst, dass du im Knast warst, Junge. See, you're a celebrity, Yuri. So what's your name, Mister? Huh? Ah, right. I suppose Raven. Mehr als Raven kriegen wir von ihm auch. Doch, vergess das. Kriegen wir noch mit. Passt schon. Vergiss das. Well, Raven, it's been lovely seeing you again. Now buzz off. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben. You're trying to get into the palace, right? You just leave it up to old Raven. Shouldn't we stop him? Actually, he pulled a trick like this. Das wird jetzt ein epic fail, was der macht. Really? Well, then maybe we can trust him. Nee, denk das mal lieber nicht zu früh. They're coming over here. Ich finde es so geil, dass der so einfach einen Backflip machen kann. Ich will es auch können. Wait till I get my hands on him. No one uses me as a diversion. Warum nicht gleich so? There she goes. Hätten wir auch früher machen können. Now what? Now we go inside. What else? We just got rid of the guards and all. Wo er recht hat, hat er recht. Whoa, not the front door. Let's see if we can get in from the side. Och komm, der kann uns doch sowieso nichts anhaben. Na, wen haben wir denn da? Hey, du kleiner Penner. Hallo, hallo. So trifft man sich wieder. Schön, dass es euch gut geht. Wir sehen uns. Warte, du Pisser. Und wie es nicht anders kommen konnte, fährt unser Aufzug nach unten. Das heißt, wir müssen uns mit den ganzen scheiß Viechern rumschlagen und er hat den einfachen Weg bekommen. Mann, ich glaub's nicht. Der lässt sich von hier aus nicht steuern. Pech für uns. Was stinkt hier denn so? Blut und noch etwas. Es riecht verfault. Da sind Viecher. Viele, viele Viecher. Ich frage mich, ob er die Monster auch züchtet. Gut möglich. Schließlich hatte er auch einen Ripgarrow. Mama, Papa, helft mir! Ja, das hört sich nach dem kleinen Kind an. Was war das? Und wo sind wir hier überhaupt? Klingt so, als wäre da jemand. Los! Wo sind wir? Vielleicht im Keller von dem Typen? Bitte beide. Toll, doch so viele Viecher. Zieht aber doch einiges ab. Oh, es sind doch noch zwei. Ich sollte mich vielleicht etwas aus dem Staub machen. Ach, das geht schon. Oh oh. Ja, heile. So ist gut. Und dann wirst du erst genutzt, Junge. Das nennt man strategisches Denken. So, das ist jetzt so eine Art kleiner Irrgarten. Bei manchen Viechern kriegt man jetzt einen Schlüssel, den braucht man, um weiterzukommen. Ich weiß leider nicht, bei och toll. Und natürlich nur ein einziges. Oder zwei.
trotzdem sinnlos. Jetzt aber. Restlichen bitte. Junge, hallo. Ja, wenigstens zwei. Oh, das sieht schon besser aus. Wenn Carol stirbt, ist es ja nicht weiter schlimm. Aber bei mir ist es schlimm. Und zwar brauche ich jetzt einen... Na, wo ist das denn? Nicht gut. Stirb. Was hat die das genutzt? Wieso? Toll. Was ist jetzt du, oder was? Oder ich bin auf der falschen Seite, das könnte auch sein. Junge. Perfekt. Ich will's töten. Ich und nur ich. Ich. Dankeschön. Toll. Falsche Seite. Wenigstens ein bisschen was zum Verkaufen wieder. Oder zum Aufheben und am Schluss gucken, ob wir es brauchen und dann verkaufen. Könnte jetzt auch sehr intelligent von mir gewesen sein und wir müssen einfach nur geradeaus weitergehen. Ey, was zum... Das bedeutet Krieg. Komm schon. Nein, nein, nein! Und das war jetzt genau der Epic Fail, den ich eben nicht haben will. Gerade eben Heilzauber gewirkt und... Weiter geht's. Oh, aber es geht gleich weiter. Das ist gut. Gut, 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 gut. So. Oh je. Mami, Papi. Oh, wen haben wir denn da? Einen kleinen armen Jungen. Es wird alles gut. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ein böser alter Mann hat mich hergebracht. Er sagte, das wäre, weil Mami und Papi die Steuer nicht zahlen können. Glaubt ihr, das ist das Kind von vorhin? Oh ja. Wie furchtbar. All diese Knochen. Können das die Monster gewesen sein? Mami, Papi, ich will nach Hause. Ist schon gut. Jetzt ist alles gut. Wie heißt du denn? Pauli. Pauli, Junge. Komm, Pauli, sei ein großer Junge. Keine Tränen mehr. Bald wirst du Mama und Papa wiedersehen. Okay. Oh mein Gott. Und natürlich geht's gleich weiter. Und ich bin fast im Arsch. Trifft sich auch gut. Am besten immer so ein bisschen ausweichen. Ein Viech killen, am besten nur mit der A-Taste und au, 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 nicht so wie ich gerade. Und vielleicht sollte man auch treffen. Au, 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 au. Gut. Stirb, stirb, stirb. Ach, das war sicher nicht mein Treffer. So, jetzt wieder rechts oder links. Ich habe keine Ahnung. Einfach alles probieren. Probieren geht über studieren. Wie doch ein schönes Sprichwort sagt. Komm schon, alles. Alles. Nicht nur zwei. Oh man. Alright, alright. Das ist zwar nicht alles, aber. Es kommt vielleicht etwas dran. So, letzter Gegner auch noch natzen. Hör doch auf zu blocken. Ja, klar. Wieder mal der letzte Schlag von dem anderen Viech. Kleiner Schlüssel erhalten. Passt doch. Das heißt, er kann jetzt weitergehen. Nur dumm, wenn jetzt... Ah, scheiße. Ja, das ist auch blöd, aber das war nicht, was ich meinte. Lauf. Alles nur nicht das. So, bist du das Letzte? Yep. So ist brav.
So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Schlüssel da vorne einsetzen muss. Werden wir gleich sehen. Wo ist die Tür mit dem kleinen Schlüssel? Ist eröffnet. Der Schlüssel ist zerbrochen. Du kannst ihn nicht mehr benutzen. Wow. Erzähl mir was, was mich interessiert. Und nein, du kannst mich mal, ey. Scheiß Begegnungs- Überraschungsallianz, ey. Vor allem, weil es dir sowieso nichts bringt. Natürlich, ihr macht nur Scherze. Kleiner Wolfsschlüssel erhalten. Ach, perfekt. Ach, dem Viech sollte man gar nicht ausweichen können. Das könnte auch eine Idee sein. Du hast die Tür mit dem kleinen Wolfsschlüssel geöffnet. Der Schlüssel ist zerbrochen. Du kannst ihn nicht wieder benutzen. Das heißt, er ist nicht mehr da. So, da sind wir auch schon wieder. Das ist Ragu. Well, well, what do we have here? More delicious snacks for my Welches Haustier? So, you're Ragu. You've got some pretty disgusting hobbies. Hobbies? Oh, you must mean my basement. Das schaut ja auch schon so vertrauenserweckend aus. Someone with my refined sensibilities could understand the pleasure I derive from such things. You're just like those senile old fools on the council. They bored me to death and never let me enjoy myself. Tja, du bist auch ein Spielverderber. It's the privilege of my exalted station to dispel such boredom with the help. Aha, andere Leute leiden lassen, macht dir Spaß. Mhm, cool. Well, I suppose I should go and fetch Ribgoro. Ach, das Viech, was wir gerade getötet haben, beziehungsweise besiegt. He had to put on quite a show, though you may not live long enough to see it. There's no point in searching for Ribgoro. We've already taken care of him. What did you say? Are you deaf? I said we've already taken care of him. Der wurde schon genutzt. What have you done to my pet? If you put a bell on it or something, maybe you wouldn't have lost track of it. Ah, well, with a bit more money, I'll soon be able to. Du wirst aber dein Leben nicht ersetzen können. Ragu, how can you say such things and still call yourself a servant of the Empire? What? You? But that's impossible. Offenbar nicht. Tja, wir haben genug Zeugen, um dich hinter Gitter zu bringen. Stay back. What do you intend to do? Someone arrest these intruders. Da ist niemand. We'll have enemies all over the place if we don't hurry up and finish what we came to do. Ja, lauf doch. What? Don't we need to create an emergency for the knights to respond to? Ja, aber noch nicht hier. It's still too soon. First we need some evidence. Naja, aber wenn ihr danach Chaos baut, dann habt ihr die Beweise auch schon wieder zerstört, die ihr gesammelt habt. So, ist ja nicht irgendwo ein Speicherpunkt oder so. Wäre ich jetzt sehr verbunden. Nein. Fail. Da muss ich durch. Gibt's eben noch ein paar Sequenzchen anzusehen. Wow, what the heck? Was eine Mördermaschine. Is this the Blastia we're looking for? Sieht ganz so aus. Rita muss es gleich untersuchen. Strim, Latos, Rockra, Fleck. They just patched together Blastia with different formulas. Wie gut, dass wir das ganze Zeug verstehen. But how could they use them like this? It's just like at Emmett Hill. They don't have the slightest respect for what they're working with. Ja, du siehst es ja als lebende Wesen oder als Kinder von dir selbst an oder sowas in der Art. Rita, shouldn't you finish das andere halt nicht? Just a bit more. I just need to check a few more things. Ich hätte da keinen Plan, was sie da macht. Also wenn wir hier fertig sind, wird nicht mehr viel davon übrig bleiben. Let's just break something that won't be missed. Sie natürlich wieder ganz vorsichtig. Na, Carol, macht Spaß, Sachen kaputt zu hauen, hä?
Ich will auch. Jeez, what got into you all of a sudden? Du sollst nicht unsere eigenen Teammitglieder angreifen. Ja, mach alles kaputt. Go, 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 go. Really? What a way to behave in someone else's home. Oh, bist du schon wieder da? I want all of them captured. Also diese Noobs von der Gilde können ja rein gar nichts. No way. Are these guys from the Blood Alliance? Die haben noch keine Chance. And here's another one for you. Rita macht sie alle platt. Oh, bist du wütend? Es tut mir jetzt aber leid. That's enough. We're getting out of here. Nein, wir werden nicht abhauen. Also wenn sie sich einmal reingesteigert hat, hast du keine Chance mehr, sie aufzuhalten. Tja, da ist er schon. Magistrate, I don't know what's happened here, but allow us to offer our assistance. Flynn. There, see? He's certainly enthusiastic. Jetzt wird's lustig. Wow, is that the Dragon Rider? Wie recht du hast. Jetzt wird's lustig. Oh, bist du nicht gut im Ziel, was? Hat er etwa das Blaster kaputt gemacht? Oh. Eigentlich hat er euch nur geholfen und du regst dich drüber auf. Der ist zu schnell für euch. In your face! Yeah, das nenne ich mal Chaos. Mehr oder weniger. Und weg ist er. Damn, he'll get away. Prepare my ship. Ich glaube nicht, dass ihr dem hinterherkommt. Where do you think you're going? Lauft, lauft ihm hinterher. Macht schon. Oh, was zum Teufel? Wer rettet denn auf so einem Monster? Das war der Drachenreiter. Der Drachenreiter? Wohl ihr ein Drachenfreak! Macht einfach mein Blaster kaputt! Und die. Das gehört nicht dir, da kannst du das bitte nicht dein Besitz. Okay, vergiss es. Ich rede wieder zu schnell und zu viel. Drachenfreak? Oh, Rita, das Blaster gehört ja nicht mal dir. Genau das wollte ich sagen. Boah, ich kann halt echt nicht mehr sprechen. Tut mir echt leid, Leute, es tut mir so leid. Aber warum sollte jemand durch die Gegend fliegen und Blaster zerstören wollen? Gute Frage. Hätte nichts dagegen, sie mal diesen Drachenreiter zu stellen. Da haben wir noch genug Chance dazu. Als ob man mit so jemandem ein normales Gespräch führen könnte. Glaubst du schaffst es alleine nach Hause? Ihr werdet diesen bösen Mann Ragu schnappen, oder? Ja, und deswegen müssen wir schnell los. Ist schon gut, ich kann alleine nach Hause gehen. Braver Junge. Ja, und wir müssen jetzt weiter. Estelle, was ist los? Mir fällt es immer noch schwer zu glauben, dass der Gouverneur zu so schrecklichen Dingen fähig ist. Leider ist er nicht der Einzige. Hast du nicht allein auf dieser Reise schon öfters gesehen, wozu das Reich fähig ist? Während ihr euch so nett unterhaltet, macht sich Ragu auf seinem Schiff davon. Da hinten. Achso, da geht's nur nach vorne. Hole mal erstmal die Kiste. Matte. Toll. Wow. Unglaublich. Ja, dieser Speicherpunkt kündigt schon etwas Großes an. Oder etwas Größeres. Aber bevor wir zu dem Größeren kommen, mache ich nochmal einen kleinen Schnitt, denn das könnte jetzt noch etwas länger dauern. Nicht unbedingt der... Egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und im nächsten Part werden wir diesen Ragu natzen. Nun ja. Cheerio, Leute.